hier in Hallein, Tirol geht eine Rennstrecke der Rad-WM 2018 durch. Momentan kommen gerade die Junioren der Weltelite. Sie radeln hier Richtung Innsbruck vorbei. Yay! Woo! Woo! Hopp, 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 hopp! Hopp, 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 hopp. Ich finde es spannend, diese jungen Leute zu sehen, wie sie alles geben, um zu den Ersten zu gehören. Und für mich ist es beeindruckend, daran zu denken, dass sie so viel trainiert haben, um ganz vorne dabei zu sein. Hopp, 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 hopp. Auch ich mache gerne Sport und freue mich, wenn ich beim Bergsteigen oder beim Marathonlaufen gute Leistungen vollbringe. Und gleichzeitig weiß ich, es gibt im Leben viel Wichtigeres, als gute sportliche Leistungen zu erreichen. Zum Beispiel möchte ich im Leben ganz vorne dabei sein, in dem Sinn, ich möchte zu den Menschen gehören, die sehr glücklich sind. Und ich weiß, dass das möglich ist, wenn ich gute Freundschaften baue und wenn ich so etwas erlebe wie geliebt sein und lieben. Hopp, 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 hopp! Ich denke, gerade Jesus möchte uns in diesem Sinne helfen, ganz vorn dabei zu sein bei den glücklichen Menschen. Er sagt zum Beispiel, wer von euch der Erste sein will, der sei der Diener aller. Mir scheint, Jesus möchte damit sagen, schau nicht nur auf dein eigenes Wohl, sondern bemühe dich darum, dass es möglichst vielen Menschen gut geht. Dann wirst du gute Freundschaften bauen, dann wirst du Gemeinschaft fördern, die dich und andere glücklich macht. Jesus will dir und mir dabei helfen, zur Elite der Glücklichen zu gehören. Er, der sagt, wenn du der Erste sein willst, dann sollst du der Diener aller sein.